So, weiter geht's mit Wind Waker. Natürlich wieder mal mit The Life Force, hallo zusammen. Und natürlich auch The Legend of Zelda. So, weiter geht's im Draco-Sanktor. Sanctario. Mit diesem komischen Schwein wieder. Genau. Ah, Herzen. Ah ja, stimmt, ja, ich erinnere mich wieder. Stimmt, damit können wir jetzt die Dinge aufmachen. Wo ich mich aber auch ehrlich gesagt frage, dieser ist so ein verdammtes Schwert. So viel stärker als das, was wir haben. Das ergibt irgendwo keinen Sinn. Ja. Ich meine, das ist ja irgendwo im Prinzip unlogisch. Irgendwo schon einen kleinen Schlüssel gefunden. Ich erinnere mich, dass da doch noch eine verschlossene Tür war. Ja. War sie. Ich glaube, dafür könnten wir den Schlüssel gut gebrauchen. Gut ausgewichen. Und wir können es natürlich nicht mitnehmen, ansonsten wäre das zu overpowered. Verstehe. Moment, konnte man nicht anwerfen, die Dinger? Versuchen wir es mal. Ja. Und ich, Hornochse, hab's mir letztens so schwer gemacht, ey. Was hast du denn probiert? Ich hab das in dem Sinne probiert mit der Wirbelattacke. Oh. Ich, Hornochse. Ich meine, das hat zwar auch geklappt, hat mir zwar Energie abgezogen, aber das war es mir trotzdem wert. Das stimmt. Das ist manche Lösungen sind immer sehr, sehr einfach. Ja, aber dass es nur mit dem Krug auch ging, das wusste ich jetzt nicht. Ich mag dieses Rot des Dungeons. Dieses rote Licht. Das passt so herrlich. Ja, Nintendo hat sich da wirklich was Gutes beigedacht, das muss ich zugeben. Ja. Ich glaube sogar, dass Skyward Sword einen ähnlichen Stil hatte von der Grafik her. Kann möglich sein, das kann ich nicht sagen, weil Skyward Sword, selbst wenn ich könnte, selbst wenn ich das Spiel hätte, könnte ich das nicht spielen. So, jetzt habe ich es endlich. Oh. Fire, fire, fire. Burn, baby, burn. Ah, stimmt, man konnte ja wieder raus. Man muss ja wechseln zwischen draußen und drinnen bei diesem Dungeon. So ist es. Und man hört schon Walu oben schreien. Und das Geile ist, man kann mit dem Schwein eine geile Sache machen. Wenn man es gut anstellt. Wenn er nämlich falsch springt. Ist er mehr oder weniger hilflos. Und landet quasi unten im... Okay, müssen wir aufpassen, das war richtig abtimen. Ist aber eigentlich auch ganz einfach. Ah, die Viecher können nerven. Oh ja, aber dafür haben sie etwas, das man gebrauchen kann. Nämlich goldene Federn. Wenn man sie dann auch kriegt. Auch nicht. Normalerweise eigentlich schon, aber der hat offensichtlich keine. Bleib stehen. Ja, kann ich noch ein Stückchen näher ran? Ja, kann ich, gut. Abgöttisch. So, das müssen wir von oben machen.
Und das musst du hängend machen. Ist aber auch eine geile Sache. Stimmt. Einfach sich so ganz gechillt rüberhangeln. Perfekt. Volltreffer. Sehr gut. Das war perfekt. Ich entsinne mich an dieses Zimmer. Ich glaube, das war ein Blockrätsel oder so. Das ist eigentlich im Prinzip nur ein kleines Rätsel. Ziehen wir ihn raus, fällt eine Etage runter. So ist es. Wir können die auch so verschieben. Ja, haben wir es im Grunde auch schon gelöst. Auch eine interessante Sache. Ach, die Ratten. Oder Mäuse, eher gesagt. Mit denen kannst du was anstellen. Die stellen gerade eher mit mir was an, nämlich die Klauen. Die Rubine. Ja, die sind auch böse, aber. Da kommen gleich noch zu etwas. Ja, mach erstmal. Link, diese durchtriebenen, diebischen Ratten. Die Leute allen möglichen Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe, dass sie sich wütend machen, aber diese Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter von ihren Rattenlöchern zu streuen, vielleicht geben sie ja was von ihrer Beute ab. Stimmt, und wir haben ja ein bisschen Universalfutter bei uns. Können wir es auch gleich mal ausprobieren. Ja, ne, schon klar. So kann man es auch machen. Guten Tag. Dann kauf dir was Schönes. Was willst du? Rotes Elixier, blaues Elixier. Was, der verkauft rotes und blaues, blaues Elixier? Ich glaube, blaues halt... Ja, blaues halt eigentlich... Wenn man jetzt von Zelda 3 ausgehen würde, Magie und Herzen. Was es bei Wind Waker macht, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, es halt mehr Herzen. Nein, ich äußere mich nicht. Nein, 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 nein. Naja, Wenn ich das? 30 Rubine kaufen? Dankeschön. Mein Dank für den Unterhalt. Ich kann dir es ja nach ein paar erzählen, was das bewirkt. Also das Blaue. Ich, okay, davon. Oh, ich entsinne mich. Oh, da habe ich ein Weilchen gebraucht, glaube ich. Wir müssen nämlich gleich mit dem Stäbchen. Ja, wir müssen das rüberbringen irgendwie. Und ich glaube, mit dem Stab konnte man nicht klettern. Das heißt, man musste das Ding gezielt rüberwerfen. Nee, klettern konnte man nicht, das stimmt. Aber erstmal machen wir die Tür. Das Türchen auf. Der Kompass. Das heißt, der Schlüssel ist logischerweise auf der anderen Seite dann. So ist es. Und ich wollte nämlich auch eben sagen, das ist nämlich das Standardprogramm, was ich meinte. Die Karte und der Kompass sind immer jedes Mal mit von der Partie. So, wir können es ja schon mal... Obwohl, nee, wenn ich Trockentraining mache, heißt das, der Stab ist unten und bringt mir nichts mehr. Ich überlege gerade, den im Sprung werfen zu können, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Oder? Wenn du einen Tipp möchtest, sag Bescheid. Ah, ich versuch's erstmal. Okay, es geht nicht im Sprung. Was machst du da? Nimm das Ding mit! Ja.
Können die ausfackeln? Ich glaube, die können ausfackeln, oder? Sie können ausfackeln, aber sie werden nicht verbrannt. Okay, das war jetzt doch einfacher, als ich dachte. Genau, das hätte ich dir nämlich auch sagen können. Du brauchst eigentlich nur stehen bleiben und werfen. Was ich mir das schwer gemacht habe früher. Dabei ja, kann es so einfach sein. Ja, manchmal kommt man halt immer nicht gleich auf die Idee. Ja, so im zweiten Run fällt mir gerade auf, geht einiges bisher besser als damals beim ersten Run. Aber das ist natürlich auch eine verständliche Sache. Natürlich. Dass so Sachen beim zweiten Mal besser laufen als beim ersten Mal. Ja, wenn man das dann schon einmal durch hat, dann vergisst man eigentlich nicht so viel. Walu tut mir ein bisschen leid mit seinen Schmerzensschreien da oben. Man merkt auch ziemlich, dass er an irgendwas leidet. Da vorne ist wieder so ein Vogel. Heute gibt's wieder lecker Geflügel. Der hat einen Schlüssel bei sich im Nest verwahrt. Er scheint keine Fehler gehabt zu haben. Nope. Aber einen Schlüssel. Hätte er auch brauchen. Zeit zum Schlösser knacken. Oh nein, der Raum. Boah, der ist scheiße. Es wird dunkel, Leute. Nicht nur das. Fledermäuse. Genau deswegen. Fire, fire, fire. Mann, die können aber gut brennen. Ein Glückssammler hat gefunden, es wird in einer Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie Schmetterlinge auf einer Blumenwiese empfinden, so kommt das Glück zum Träger des Amuletts. Oh, das Ding. Ist praktisch. Ja. Für später kann man das gut gebrauchen. Und damit wäre auch dieser Raum erledigt. Hast irgendwas? Ah ne, doch nicht. Ich wollte eben sagen, du hast irgendwas übersehen, aber das war gerade der Pfeil, wo du hinläufst. Das sieht so beeindruckend aus. Mhm. Dieser ganze Dungeon. Ich finde, da oben kommen wir noch hin. Zu diesem Käfig. Ah, ich sehe gerade da hinten. Oh. Ja, aber du brauchst eine Bombe. Da hinten war keine Bombe, oder? Doch, hin und guck mal. Ah, da. Ja, ich sehe sie. Oh, sind da gerade eben Felsen runtergefallen? Ja. Das war knapp. Diese Kessel. Könntest du ja gerade mal euch zeigen? Ich springe mal hinein. Und wo kommen wir natürlich raus? Beim Eingang. Das war nämlich das Tolle an diesen Kesseln. Das sind nämlich sozusagen Teleporter. Gleiches funktioniert auch in anderer Art und Weise. Wir können es jetzt von Teleporter zu Teleporter hin bewegen. Denn das war nicht der einzige Kessel. Nope. Diese Dinger sind klasse Abkürzungen. Yep. Wenn man mal zwischendurch draußen was einkaufen will. Tränke oder so sind die recht praktisch und... Ah, stimmt. Er. Du willst der Raum. Schweinchen doof. Glaub nämlich, hier verstecken sich teils welche. Außerdem gibt es eine Menge Money hier, genau. Ohne Kinetik geht gar nichts. Die Fackel ist sehr verdächtig, dass die aus ist. Ist immer so ein Zeichen wie mach mich an. Das kann man jetzt auch irgendwo falsch betrachten. Anders verstehen. Mhm.
geil. Oh. Er hat ja, was wir brauchen. Genau. Aber erstmal muss er sterben. Eine weitere Truhe. Nur was befindet sich dieses Mal drin? Eine Schatzkarte. Je mehr Schatzkarten, desto besser. Nächstes Mal auf dem Boot werde ich auf jeden Fall die Schatzkarten aktivieren. Oder mal drauf gucken sozusagen. Die Schatzkarten sind eigentlich sehr extrem Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn das sind ja Schatzkarten. Ja. Eigentlich könntest du theoretisch gesehen schon... Ach nee, das geht wirklich nur auf Vorsicht. Vergiss, was ich sagen wollte. Aber hier ist noch was versteckt. Ja, hier ist noch irgendwas in der Nähe, was nicht sein dürfte. Denn die Tür ist ja noch zu, wie ihr seht. Irgendwo versteckt sich hier noch was. Irgendwas? Aha! Was machen die bloß da drin, diesen ganzen Vasen? Total dämlich. Die größeren sind schon fieser. Von der Bastion. Die größeren Schweinebacken. Ja, du hattest ja die Begegnung schon gehabt mit denen. Ja. Ja, die Schweinebacken sind auch nervig. Oh nein, die Würmer. Glaube ich, waren das. Ja, die Viecher. Ich entsinne mich. Man musste abwarten. Beziehungsweise man musste genau reintreffen. Ins Auge. Eigentlich brauchst du nur, wenn er anfängt anzugreifen, brauchst du eigentlich nur A drücken. Zum. Okay, interessant. Er ist abgehauen. Ich glaube nicht ganz. Ich sollte jetzt abwarten. Das war zu früh, glaube ich. Nope, hat doch gepasst. Und da kam er gerade schon wieder, ja. Tausendfüßler. Tausendfüßler. Der Fels sieht ja mal überhaupt nicht offensichtlich aus. Na, kommt euch die Tür da oben vertraut vor? Tja, große Türen. Zelda-Spiel? Was könnte man da kombinieren? Mal überlegen. Zelda plus große Türen. Ach ja, da fehlt ja noch ein besonderer Schlüssel. Richtig. Um genau zu sein, sollte das der Master-Schlüssel sein. Das kann man ja schon sagen. So, erstmal den Block. Dann den anderen Block. Flump. Hey, guck mal an. Ein weiterer Teleportkessel. Ja. Yep. Und jetzt kann man es auch sagen, insgesamt gibt es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, 3 Stück von denen. Rot, grün und blau. Und darf ich vorstellen, Walu. Da kommen wir nicht weiter. Auf der Seite meinst du? Ja. Aber da kommen wir voran. Und hier wird's jetzt besonders böse, weil man muss hier wirklich instant laufen.
Wie man sieht, sehen die Treppen ja auch anders aus als die, die wir eben hatten. Das sind nämlich Falltreppen. Ja, aber was wird uns da drin? Obwohl, 20 Minuten, ist gerade gute Zeit. Ja? Die Gegner lachen sich da aber so schön an. Aber das, Leute, machen wir erst beim nächsten Mal bei Wind Waker. Bis dann. Ciao. Tschüss.